In diesem Video möchte ich die Einrichtung des Telekom Speedport Smart 4 zeigen. Das Smart 4 ist ein Multifunktionsrouter, der am Telekom DSL, VDSL oder Glasfaseranschluss betrieben werden kann. Er ist WLAN-Router mit den neuesten Standards, also Wi-Fi 6 AX mit bis zu 6000 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit, intern letztlich über die beiden Frequenzbänder 2,4 und 5 GHz. Es ist ein LAN-Router und Switch integriert mit Gigabit-Netzwerkports und eine Telefonanlage für ein analoges Endgerät und für bis zu 5 Deckt-Schnurlos-Telefone. Ebenfalls integriert eine Smart-Home-Zentrale. Die für die Einrichtung am IP-basierten DSL- oder VDSL-Anschluss benötigten Kabel liegen bei. Als ersten Schritt stecken Sie hier diesen grauen TAE-Stecker in die Telefondose Ihrer Wohnung. Anschließend das Gegenstück mit dem grauen Netzwerkstecker hier in die graue Buchse an der Rückseite links, wo auch DSL dran steht. Damit haben Sie letztlich das DSL bzw. VDSL verbunden. Sollten Sie einen Glasfaseranschluss nutzen, würde dieses Kabel nicht genutzt werden, sondern Sie würden dann das Glasfasermodem per Netzwerkkabel mit dem blauen Port an der Rückseite des Routers verbinden. Das mitgelieferte graue Kabel ist 2,5 Meter lang. Es gibt im Fachhandel aber auch längere Kabel, zum Beispiel 10 Meter, falls es Ihnen zu kurz sein sollte. Anschließend kommt hier der Stecker in die rechte Buchse, also das Steckernetzteil, um es danach mit dem Strom zu verbinden. Sobald ich das Netzteil verbinde, startet der Router. So, ich sehe jetzt hier erstmal ein Telekom-Logo, also hier sieht man auch dieses kleine integrierte Display im Speedport Smart 4. Und anschließend beginnt erstmal der erste Einrichtungsprozess. Hallo, ich bin Ihr Speedport Smart, steht jetzt hier im Display. Die WLAN-Leuchte blinkt und auch die Status-LED blinkt jetzt grün. So, man sieht jetzt hier ein Symbol zwischen meinem Zuhause und dem Internet. Das heißt, diese Verbindung wird jetzt versucht aufzubauen. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern, weil letztlich ja der neue Router sich mit dem Netz der Telekom synchronisieren muss. So, der Router startet jetzt einmal neu. Also im Prinzip kann sein, dass jetzt eine Firmware im Hintergrund neu installiert. So, jetzt zeigt er mir hier, dass Internet und Telefonie versucht wird einzurichten. So, jetzt ist der Strich hier dauerhaft verbunden, das heißt, die Verbindung zum Internet wurde jetzt aufgebaut. Und der Router bestätigt mir, ich bin jetzt online, das heißt, die Internetverbindung steht. Und wenn ich jetzt nicht den Einrichtungsinstanz über das Smartphone nutzen will, kann ich auch mit der mittleren Taste ins Menü kommen. Ich sehe jetzt hier, WLAN ist aktiv, das Verbindung zum Internet steht, nur die Telefonie ist noch nicht eingerichtet. An der Unterseite des Routers jetzt auch die Telefonie eingerichtet. Also hat, da ich einen Telekom-Anschluss nutze, ist quasi alles von alleine eingerichtet worden. Über das Netz der Telekom, ich brauchte keine Zugangsdaten eingeben, also auch ganz einfach. An der Unterseite des Routers hier so ein kleines Checkheft in Weiß, wo die Zugangsdaten, sowohl das Gerätepasswort als auch der WLAN-Schlüssel drauf sind, die standardmäßig installiert sind. Man kann natürlich den WLAN-Schlüssel auch auf einen eigenen Namen und mit eigenem Kennwort dann ändern. Die Besonderheit des Smart 4 der Telekom ist hier auch das Display an der Vorderseite, welches mit der mittleren Taste für 60 Sekunden aktiviert wird. Ich sehe jetzt hier, WLAN ist aktiv, Internet ist aktiv, Telefon ist aktiv. Wenn ich nochmal drücke, wird mir hier der WLAN-Name angezeigt. Es wird ein QR-Code erzeugt, der hier angezeigt ist. Mit dem kann ich per Smartphone letztlich scannen und mich dann verbinden, um so die Internetverbindung einzurichten. Alternativ, wenn ich nochmal drücke, wird mir hier der WLAN-Schlüssel oder das WLAN-Passwort im Display gezeigt. Das heißt, wenn ich andere Netzwerkgeräte verbinden will, wo ich diesen Key brauche, dann geht das darüber. Wenn ich nochmal drücke, komme ich hier zum Punkt Gäste-WLAN. Das ist jetzt aus. Und wenn ich die Plus-Taste einmal drücke, ist das Gäste-WLAN jetzt für 24 Stunden eingeschaltet. Wird mir hier der Name des Gäste-WLANs angezeigt. Und auch hier, wenn ich einmal nochmal die Plus-Taste drücke, sehe ich hier einen QR-Code für Gäste, die sich damit ganz einfach mit dem Gäste-WLAN verbinden können.
Dann habe ich hier einen integrierten Speedtest im Modem, das heißt, ich kann die Geschwindigkeit meines Anschlusses direkt am Modem messen. Wenn ich nochmal drücke, sehe ich hier meine Festnetzrufnummer von meinem Telefonanschluss. Ich sehe hier die Firmware, die eingestellt oder aktuell installiert ist, dass eine Firewall zum Schutz der Daten und so weiter aktiv ist. Ein Kinderschutz ist hier nicht aktiviert, den könnte ich dann nochmal einrichten, wenn Kinder in meinem Haushalt sind. Und im letzten Punkt des Menüs sehe ich hier nochmal, dass die Feineinstellungen und das Speedport.ip vorgenommen werden können und auch hier ein QR-Code zum Abspringen in das entsprechende Menü oder auf die entsprechende Webseite. Und hier einmal zu zeigen, wie einfach das Verbinden mit dem WLAN ist. Ich habe jetzt hier den WLAN-QR-Code angezeigt, gehe jetzt mit meinem, in dem Fall iPhone, hier einmal drüber. Und jetzt hat er hier den QR-Code verbunden. Möchten Sie mit dem Magenta WLAN sich verbinden? Ja, möchte ich. Und damit ist die Einrichtung bereits erfolgt. Ja, wie Sie gesehen haben, die Grundeinstellung des Modems oder des Routers ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen. Ich brauche keine Zugangsdaten. Das Gerät richtet sich mehr oder weniger vollständig automatisch ein. Individuelle Einstellungen können später noch im Menü vorgenommen werden. Das zeige ich jetzt noch mal im nächsten Schritt. Aber für Laien letztlich, die Grundeinrichtung ist ganz einfach selbst machbar. Man braucht keinen Servicetechniker oder Ähnliches. Um noch weitere Feineinstellungen des Routers vorzunehmen, habe ich jetzt hier mit meinem Tablet den QR-Code für die Einstellungen gescannt. Vorteil dabei ist, dass auch das Gerätepasswort mit übergeben wird. Das heißt, ich muss mich nicht mehr einloggen, sondern komme hier direkt auf die Konfigurationsseite des Speedport Smart 4. Alternativ können Sie es natürlich auch ganz normal einem PC eingeben, der sich im gleichen Netzwerk befindet, dort die Adresse speedport.ip eingeben und das Gerätepasswort, was Sie dann benötigen, ist unter dem Router auf einem Zettel beigefügt. Auf der Startseite sehe ich hier einen Überblick, einmal die Internetverbindung, seit wann sie besteht, mit welcher Geschwindigkeit im Up- und Download. Ich sehe hier bei Telefonie meine Rufnummer des Anschlusses und hier bei Netzwerk den WLAN-Namen und dass das WLAN eingeschaltet ist. Ich kann mir hier auch den QR-Code anzeigen. Im Punkt Telefonie sehe ich hier die registrierten Rufnummern. Ich habe hier die Möglichkeit, die Rufnummern zuzuordnen. Auch hier der Telefonbuchse zu sagen, okay, die analoge Dose an der Rückseite des Routers soll zum Beispiel auf eine bestimmte Rufnummer nur klingeln, also dem Faxgerät. Auch die Deckbasis kann ich hier aktivieren, also die für die Schnurlostelefone. Kann da auch die Einstellung für die Rufnummer nochmal vornehmen, zum Beispiel, dass bei einem bestimmten Rufnummer die Rufnummer unterdrückt wird oder auch welche Rufnummer dann an welchem Schnurlostelefon klingelt. Ansonsten habe ich hier auch den Punkt Internet. Da habe ich verschiedene Informationen, zum einen, dass die Internetverbindung besteht. Ich habe hier nochmal die Kinderschutzeinstellung, dass das Internet zum Beispiel nur zu bestimmten Uhrzeiten verfügbar ist und auch verschiedene Portfreigaben. Unten sind nochmal die Informationen, Firewall aktiv, WLAN ist verschlüsselt und der WLAN-Gastzugang sind aktiv. Im Punkt Netzwerk sind ebenfalls Einstellungen möglich. Ich sehe hier die verbundenen Geräte, hier in dem Fall ein Android-Gerät. Ich kann den WLAN-Zugriff per WPS hier aktivieren, habe hier verschiedene weitere Einstellungen wie VPN und den Verweis auf Magenta Smart Home, also dem vernetzten Zuhause, was dann letztlich hier ein Verweis ist auf die entsprechende App im App Store, um Magenta Smart Home zu nutzen. Unter System gibt es unter anderem den Punkt Easy Support, wenn Sie also mit dem Telekom Support telefonieren, ist dann zum Beispiel ein Fernzugriff aktivierbar. Energiesparmodus, Firmware-Updates und weitere Einstellungen. Und als letztes hier nochmal der Status-Check, das heißt hier sehe ich auch nochmal, Telefonie ist verbunden, die ganzen Rufnummern sind aktiv, die Internetverbindung und hier nochmal ein paar Netzwerkinformationen als Zusammenfassung. Das Speedport Smart 4 ist auch Mesh-fähig, das heißt also Sie können zur Verstärkung des WLANs, wenn Sie ein großes Haus oder eine große Wohnung haben, wo vielleicht auch etwas dickere Wände oder Decken sind, das WLAN verstärken. Es gibt hier zum Beispiel das Speedhome WLAN, das ist dieser Adapter hier, ein WLAN-Repeater. Es gibt auch das Vorgängermodell in Weiß, das Speedhome Wi-Fi. Alternativ, wenn Sie auch TV der Telekom nutzen oder nutzen möchten, gibt es hier die Magenta TV-Box. Auch diese ist letztlich ein
WLAN-Repeater, der mit integriert ist, neben dem TV-Empfänger. Und auch da können Sie, in Summe können Sie bis zu 5 solcher Repeater mit dem Speedport verbinden, um so eine optimale WLAN-Abdeckung auf Ihrem Grundstück, auch in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus zu erreichen. Die Verbindung von DECT-Schnurlos-Telefon ist ebenfalls kinderleicht. Ich habe jetzt hier das Speedphone 11 gerade angeschaltet. Da steht auch hier, drücken Sie die Anmeldetaste am Speedport. In dem Fall ist das hier die Plus-Taste. Und sage jetzt hier auch weiter. Ich habe jetzt quasi mit der Plus-Taste diesen Anlernmodus für 2 Minuten aktiv geschaltet. Und die Anmeldung des Telefons erfolgt bereits. Diese Taste ist gleichzeitig auch WPS-Taste, also ich hätte jetzt auch quasi andere WLAN-Geräte verbinden können. Ich könnte jetzt hier noch sagen, ich möchte weitere Einstellungen vornehmen oder halt die Standardeinstellungen lassen. Und damit ist das Telefon schon fertig eingerichtet mit den Standardrufnummern. Individuell könnte ich jetzt aber auch sagen, welche Rufnummer zum Beispiel bei dem Telefon nur klingeln sollen. Hier vorne links mit der WLAN-Taste am Gerät kann ich übrigens das WLAN auch jederzeit ein- und ausschalten. Also wenn ich sage, ich möchte das WLAN nur zu bestimmten Zeiten aktiv haben, wenn ich es auch nutze, kann ich es auch jederzeit abschalten. Das Ganze kann im Menü aber auch zeitgesteuert eingestellt werden, dass ich zum Beispiel mal sage, zwischen nachts 12 Uhr und morgens um 6 Uhr soll das WLAN deaktiviert sein. Auch das ist einstellbar. Das Speedport Smart 4 gibt es entweder zu kaufen oder auch als Endgeräte-Service-Paket bei der Telekom zu mieten mit dem Rundum-Service. Wenn Sie noch kein Telekom-Kunde sind oder auch Interesse an einem neuen Tarif haben, der vielleicht etwas schneller ist, dann besuchen Sie gerne unsere Webseite oder rufen unsere Hotline an. Wir beraten Sie gerne kompetent und unabhängig zu den verschiedenen Tarifen und prüfen, welche Internetgeschwindigkeit oder auch welche Technologie, also DSL oder Glasfaser, an Ihrer Anschrift möglich ist.